Ja, ich bin der Thomas aus Köln und ich fahre jetzt seit 2 Monaten, weil mein Arbeitgeber hat mir ein Fahrrad bezahlt, quasi über Bike Leasing. Und bin jetzt schon 2-mal gestürzt und hoffe einfach hier ein bisschen Skills zu bekommen, dass ich halt ein bisschen meine Angst verliere, die sich so langsam aufgebaut hat bei mir. Klar. Ja, wir fangen erstmal ganz, ganz easy an. Mit mehreren Fingern. Sonst habe ich mehr Kraft. Der Ellbogen und der Unterarm ist die Verlängerung zu eurer Gabel. Ich bin nicht der Spinne. Jetzt eine richtig bittere Wahrheit über Daniel Dyer. Daniel Dyer hat definitiv eine Frisophobie. Das heißt, er hat Angst vorm Friseur, aber nicht weiter sagen. Bei Sprüngen. Ja, wir lösen das Ganze mal auf. Ich bin gar nicht der Thomas aus Köln. Nein. ja, ihr habt gesehen, wir haben so ein bisschen mal jetzt die Rollen getauscht. Wir stehen halt voll auf Rollenspiele. Der Daniel war jetzt mal Fahrtechnik-Coach. Ich denke, warum wir das gemacht haben und so, da wird der Daniel euch später oder jetzt irgendwann mal was zu sagen. Also, Daniel, let's go! Ja, dann machen wir jetzt, ne? Und zwar wird es in Zukunft, wenn ich fertig bin mit Üben und Trainieren und so, Fahrtechnik-Anfänger-Basic-Kurse geben. So einen, wie es jetzt, wie wir mit dem Thomas gemacht haben. Der Thomas hat mir so ein bisschen gezeigt, wie das Ganze läuft, hat mir da so ein kleines Konzept zusammengestellt. Danke dafür auf jeden Fall nochmal. Und ja, wie vielleicht einige wissen, die schon ältere Videos verfolgt haben, ich unterrichte jetzt schon mein halbes Leben. Ich werde jetzt 30, mit 15 habe ich angefangen zu unterrichten. Und ich habe auch voll Bock, Mountainbike-Kurse zu geben. Und natürlich nicht die Pro-Kurse, das macht immer noch der Thomas, also die für die Fortgeschrittenen. Aber so Anfängerkurse, wie ich das jetzt gelernt habe im letzten Jahr, ich denke, das kann ich ganz gut vermitteln. Vor allem, weil ich noch ja selber gar nicht so weit weg bin von dem Anfängerthema. Und noch sehr gut weiß, wie sich das alles so angefühlt hat am Anfang. Genau, das ist auch ein riesiger Vorteil. Das ist dann immer, das ist auch das Schwierigste als Fahrtechnik-Coach, ist, man darf nie vergessen, sich in so einen Teilnehmer halt reindenken zu können. Man darf nie in so abgehobene Sphären kommen, dass man sagt, was stellt er sich jetzt für so ein 20 cm Hindernis so an? Nein, der hat dann da wirklich Angst vor der Teilnehmer und man muss ihm diese Angst dann halt einfach nehmen, indem er einfach einen super Werkzeugkasten an der Hand kriegt, wo er den er nehmen kann, wenn er halt Panik kriegt. Und ansonsten, wenn das nicht klappt, dann kann der Daniel ja immer noch hier so one, two, one, ne, so halt sowas machen. Vielleicht wäre das was für dich, Breakletics zum Beispiel. Ne? Ja, das, ich habe schon gehört, da gibt es Ausbildung. Ja. Da werde ich mich mal erkundigen. Demnächst auch eine Ausbildung in Köln im März. Also genau, ja. Außerdem habe ich auch noch eine Idee, dass er mich mal richtig quälen darf, aber da gibt es auch erst später was zu. Genau. Ja, das wird auf jeden Fall auch witzig. Das wird lustig, ja. Also bleibt auf jeden Fall gespannt. Ihr werdet hören, wann es losgeht und wenn irgendwie ein paar Anfänger Lust haben, mit mir ein bisschen zu trainieren, seid ihr auf jeden Fall herzlich eingeladen. Und ja, vielen Dank, Thomas, dass du mir geholfen hast dabei, mir alles zeigst, was ich brauche, mich mit Material ein bisschen versorgt hast und ja, mega cool. Ich freue mich einfach, mehr auf dem Bike zu sein dadurch, noch mehr. Ja, der Vorteil ist übrigens, wenn man selber Fahrtechnik-Coach ist, also ich habe jetzt eine edle Situation, ich bin ja 3-mal die Woche dann im Bikepark OE, aber es ist tatsächlich so, wenn man die Fehler der anderen immer analysieren muss und auch falsch vormachen muss, dann wird dann die eigene Fahrtechnik dadurch nochmal sehr viel besser werden. Viel besser. Ich kenne das auch vom Breaken damals, also ich unterrichte ja immer noch und das am besten lernt man immer selber, wenn man es selbst erklärt.
Genau, wenn man dann eigentlich erst richtig weiß, was man tut. Ich habe ja sehr viele Bekannte, die sehr viel besser Mountainbike fahren können wie ich, also im Längen besser, aber die trotzdem dann auch zugeben, sie könnten es keinem anderen vermitteln, sie machen es einfach. Und das ist halt das, wenn du Coach bist, musst du ja sagen, wieso, weshalb, warum. Also wie bei der Sesamstraße quasi. Genau. In diesem Sinne, Rock You! In diesem Sinne, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.